Herzlich willkommen zu Die Piratenfraktion spielt Bullshit-Bingo aus dem Landtag NRW. Hier unsere allseits beliebte Ratewand. Hören wir die Position der Piratenfraktion. Nicht die Existenz eines Geheimdienstskandals rund um Prism oder Tempora ist erschreckend, sondern das Ausmaß. Die Bürgerrechte und Grundrechte müssen in der EU den Stellenwert haben, den sie verdienen. Die Aktivitäten des britischen Geheimdienstes gehen klar über rein nachrichtendienstliche Aktivitäten hinaus. Was erwidert die SPD-Fraktion? Ich stimme zu. Man muss genau hinsehen, was da passiert. Allerdings fehlt eine Menge Informationen. Ein Vertragsverletzungsverfahren geht ja nicht von NRW aus, sondern es muss in Europa laufen. Meine Fraktion sieht mit großer Skepsis, was da gelaufen ist. Man muss das weitere Vorgehen genau überlegen. Man muss prüfen, was Sache ist, was man machen kann. Ganze 3 Bullshit-Sätze für die SPD, jetzt die CDU und im Anschluss die FDP. Meine Fraktion kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Zustimmung seinem Vertragsverletzungsverfahren geben. Meine Fraktion ist über das Vorgehen der Geheimdienste empört. Das steht außer Frage. Ich schließe mich den Vorrednern an. Die FDP ist immer gegen die Vorratsdatenspeicherung eingetreten. Wir sind auch dafür, dass aufgeklärt wird. Großartig. Nun die Grünen. Die Entwicklung ist dramatisch. Man kann nicht absehen, wer genau was wie gemacht hat und welche Auswirkungen das noch haben wird. Der Antrag enthält Feststellungen, die man derzeit nicht treffen kann. Ob wirklich ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird, muss man anhand der Faktenlage überprüfen. An der Dynamik des Prozesses sieht man, dass man noch lange nicht alles weiß. Ich rege an, die Sommerpause zu nutzen, Fakten zu sammeln. Ich weise auch auf die Beratung im Innenausschuss hin. Vielleicht sollte man in Ruhe die Fakten sichten und bündeln. Wir zählen 4 Politikerphrasen ohne jegliche Aussage. Damit gewinnen die Grünen. Sind Sie auch nächstes Mal dabei, wenn es wieder heißt, die Piratenfraktion spielt Bullshit-Bingo.